Salut et bienvenue. In diesem Video werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wann der Subjunktiv und wann der Indikativ eingesetzt werden und was das mit den Verben zu tun hat. Aber vorab, kennst du schon die wichtigste Regel, um zu wissen, ob der Indikativ oder der Subjunktiv verwendet wird? Hier noch einmal zusammengefasst. Welcher Modus verwendet wird, also Indikativ oder Subjunktiv, hängt davon ab, wie wahrscheinlich die tatsächliche Realisierung einer Handlung ist. Ist man sich sicher, dass die Aktion realisiert wird, verwendet man den Indikativ. Ist die Realisierung nicht sicher, wird der Subjunktiv verwendet. Das klingt jetzt erst einmal etwas kompliziert, aber ein Beispiel wird dir zeigen, was es damit genau auf sich hat. Nehmen wir folgende zwei Sätze. Il est probable que Pierre viendra. Es ist wahrscheinlich, dass Pierre kommt. Il est possible que Pierre vienne. Es ist möglich, dass Pierre kommt. In beiden Fällen steht das Verb des Hauptsatzes im Indikativ präsent, est. Das que leitet den Nebensatz ein und, wie du wahrscheinlich... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.